wenn man dann zum ersten Mal in dieser Besetzung da sitzt, dann kann man eigentlich gar nicht mehr aufhören zu grinsen, weil es irgendwie ein Riesenspaß ist und weil so viele tolle Leute dabei sind und weil man halt auch diese Praxiserfahrung mitnimmt. Also das ist das Double Big Band Projekt der Hochschule unter der Leitung von Raphael Töne. Es sind 6 Stücke, die wir aufnehmen, von jeweils einer Person, die Komposition studiert. Das sind ganz unterschiedliche Stücke, teilweise mit Rock-Grooves, Frage-Antwort-Themen. Wir liegen tatsächlich vor dem Zeitplan, das heißt, wir kommen sehr gut durch. Wir haben auch eine gute Taktung, also es ist schon ordentlich auch Zug hinter den Aufnahmen. Okay, ich hätte gerne noch einmal Takt 121 folgende. Wir müssen gut aufpassen, dass die Posaunen da wirklich 1a drauf sind, das klappert noch ein bisschen. Ne? Mal nur Schlagzeug und Posaunen bitte ab 121. Ich würde sagen, dass alle da nochmal mit einem anderen Mindset rangehen, als bei Projekten in der Hochschule zum Beispiel, die vollkommen hochschulintern sind. Wenn man weiß, okay, es wurden vielleicht MusikerInnen bestellt, die vielleicht in
Berlin oder anderen großen Städten schon etablierte Bands haben. Wenn man das hört, dann ist das schon ziemlich aufregend und cool und man freut sich total. Und diese Vorfreude prägt natürlich diese ganze Zeit total.
Tenorsaxophon bei 149 eher so dieser Rammstein-Sound. Können Sie einmal eine Rhythmusprobe nochmal hören? Eins, zwei, eins, so. Das ist natürlich ein wahnsinnig professionelles Umfeld. Also Herr Töne macht das ja offensichtlich nicht zum ersten Mal und auch Tonmeister und Aufnahmeleitung und so. Das ist schon alles sehr professionell und eine ziemlich gute Leitung, unter der wir das hier machen dürfen. Ich meine, der schreit ja wirklich danach, dass es super exakt sein muss. Ne? Mhm. Der lässt halt leider keinen Spielraum für so ein bisschen Temposchwankung. Es ist richtig toll. Die Leute sind unglaublich nett und sowohl musikalisch als auch menschlich ist es einfach ein richtig schönes Projekt. Und sowohl im Aufnahmeraum als auch in den Pausen, in der Mittagspause und beim gemeinsamen Nachhausefahren ist es einfach ein gemeinsames, schönes Miteinander. Und ich glaube, alle Leute haben Spaß.
Thank you.
Das ist jetzt so, vergiss das da, kein Schein. So, nochmal machen. Bisher war es bei mir immer die Erfahrung, dass ich Sachen geschrieben habe und teilweise gar nicht genau wusste, wie ich das jetzt von der Big Band vom Sound her will. Und Herr Töne hat einfach viel ausprobiert und hat eigentlich tatsächlich immer genau das getroffen, was ich einfach nicht ausdrücken konnte. Und dadurch habe ich super viel gelernt und auch Arranging-technisch, was für Ranges man benutzt für die einzelnen Sections. Also ich finde es extrem bewundernswert und das ist eine mega krasse Chance, die man bekommt, wenn man studiert an dieser Hochschule, gerade in so einem professionellen Studio aufzunehmen. Und das ist einfach, also da bin ich extrem dankbar, dass er Studierenden so eine Chance gibt. Ich würde es definitiv wieder machen, auch wenn ich es mir wieder nicht anrechnen lassen kann. Ich würde es immer wieder machen.
Musik.